Tito ist immer spannend und gerade weil er so ein großer Kritiker geworden ist, ist der Druck natürlich besonders groß für ihn, glaube ich. Der muss jetzt auch seine Worte in Taten umsetzen und somit wird auch viel erwartet. Es bleibt spannend. Großartige Mode, tolle Models, einen strahlenden Guido am Ende. Ja, natürlich trage ich Guido heute. Wir werden heute so mal einen neuen Winter in Depressionen sehen und ich freue mich total auf die Show, weil für mich ist es ein bisschen was Neues. Ich hoffe, die Leute sehen das auch, weil ich habe ein bisschen reduziert, nicht an der Menge leider, wie immer viele Sachen, weil ich mich nicht so entscheiden kann, was ich alles zeige, aber ich habe für meinen Geschmack bin ich moderner, jünger, streetstyliger, das Couturige ein bisschen rausgelassen, vielleicht zum Schluss noch ganz wenig, aber es ist wirklich ein neuer Look, der passt ein bisschen... Rockig will ich nicht sagen, an manchen Stellen schon, aber die Musik ist still, reduziert, das ist alles von mir, die ist wirklich alles, die Schuhe, die Taschen, die Haare, selbst der Sound und das ist so ein, für mich so ein, was Neues auch, ein bisschen starten, was Neues gerade.